Ja, hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Gerald Lemke und ich bin dein persönlicher Professor für alle Fragen in der Digitalisierung, sei es in der Wirtschaft, in der Gesellschaft oder auch in der Bildung. Ja, und das Thema ist heute Generation Z. Eine Generation, die ja mittlerweile, man muss schon sagen, in einem Mythos eingehüllt ist. Ich schaue natürlich auch immer an, ob das ein Thema ist, das dich interessieren könnte. Und sehr viele haben in meinem YouTube-Kanal nach dem Begriff Generation Z gesucht. Das ist hochinteressant. Immerhin haben wir ja in einem Studieprojekt mit einem Dokumentationsfilm in dieser zu diesem Thema uns ja schon dieser Frage gewidmet. Und deswegen möchte ich das Thema nochmal aufgreifen und die Frage beantworten, wer ist eigentlich diese Generation Z? Ja, liebe Leute, das sind die jungen Menschen von heute im Alter zwischen 17 ungefähr bis 27. Es gibt keine feste Definition dieser Altersgruppe in dieser Kohorte. Ja, man spricht hier nicht von einer eigenen Generation, sondern von Kohorte. Und und es gibt zahlreiche Studien, die sich mit dieser Kohorte, also den sogenannten Gen-Zettlern, beschäftigt haben. Und wenn ich mir diese Studie anschaue, also beispielsweise die Shell-Studie, dann ist das schon gibt es dort Erkenntnisse, die ich mit den realen Beobachtungen, und immerhin arbeite ich ja tagtäglich mit diesen jungen Menschen sehr gerne zusammen, eigentlich überhaupt nicht teilen kann. Dort wird berichtet, dass die jungen Menschen unglaublich politisch engagiert sind. Die Generation, die quasi jetzt in der Nachkriegsgeneration am intensivsten politisch interessiert sind. Greta lässt dort grüßen, aber wir sehen, von Greta redet heute keiner mehr. Sicherlich auch durch die Corona-Pandemie verursacht, aber das war ein Strohfeuer mit der Ökologisierung, das jetzt in der breiten Medienwahrnehmung keine signifikante Rolle mehr spielt. Wohl dem, wenn man sich mit jungen Leuten unterhält, sind natürlich ökologische Fragestellungen nach wie vor relevant. Ja, das sind sie, aber nicht mehr und auch nicht weniger als in der Vergangenheit. Interessant ist, dass sich die jungen Leute natürlich im Rahmen der Ökologisierung unserer Gesellschaft und unserer Wirtschaft mit möglichen Alternativen beschäftigen. Und das ist sicherlich etwas Neues, also mit Alternativen der Rohstoffgewinnung, mit Alternativen auch der Produktionssteuerung, auch mit Alternativen beispielsweise, wo denn eigentlich produziert werden soll. Ja, und da gibt es halt ganz viele, die dann sagen, okay, ich möchte halt nicht von Kindern in China produzieren lassen, sondern von meine Produkte hier in Deutschland produzieren lassen. Das ist ein Trend, man kann auch sagen, ein Megatrend, den man seit einiger Zeit beobachtet. Dann gibt es weiter sehr viele andere Kategorien in dieser Shell-Studie. Jetzt bin ich seit 3 Jahren in intensivsten Gesprächen mit verschiedenen Menschen, insbesondere aus der Wirtschaft, und frage, liebe Wirtschaftler, Personaler, Geschäftsführer, Abteilungsleiter, Projektleiter, wie seht ihr denn die jungen Leute? Und auch hier ist das die Einschätzung, man muss schon beinahe sagen, vernichtend. Es wird vor allem an dem Wertewandel makuliert, gesagt wird, okay, ja, also das ist nicht das, was wir uns wünschen. Wir wollen Disziplin, es muss geschafft werden, es muss gearbeitet werden, Ergebnisse müssen geliefert werden, es muss auch geleistet werden. Und deswegen, wenn junge Leute kommen und sagen, ich will nur 3 Tage die Woche arbeiten und ich möchte auch eigentlich 3 Monate Urlaub haben und ich möchte auch wirklich nur von 9 bis 14 Uhr arbeiten, damit ich auch noch meine Family and Friends und meine eigenen Interessen wahren kann, ja, dann muss natürlich ein Unternehmen, jedenfalls so in der alten Kultur, wie sie heute nach wie vor, vor allem in Deutschland, in unserem Industrieland ticken, natürlich hinten überfallen. Sagen, das geht ja so gar nicht. Ja, nichtsdestotrotz ist es also ein Kampf, den wir quasi in der Diskussion um die junge, neue Generation Z führen, mitten im Gang. Die Alten schimpfen auf die Jungen schimpfen mehr oder weniger auf die Alten. Ja, das hatten wir in den vergangenen Generationen
auch. Das ist nicht wirklich neu. Was wir aber sehen, ist, dass so ein aufeinander hacken und sich gegenseitig seine Werte vorwerfen beziehungsweise dann auch nicht akzeptieren wollen, natürlich zu keiner Lösung führt. Also Fakt ist einfach, dass die jungen Leute in der Generation Z und auch in der Generation Y in einer unglaublich komfortablen Situation sind, denn selbst mit schlechten Noten im Abi oder schlechten Noten auch im Bachelor und später im Master ist ihnen qua Definition eine Führungsposition in der Wirtschaft sicher. Denn wir werden erleben, dass in den nächsten 10 Jahren meine Generation X in Pension bzw. in Rente geht. Und dann sind die ganzen Führungspositionen offen, die mit der nachfolgenden Generation, die deutlich geringer ist, in der Quantität gar nicht besetzt werden kann. Also müssen die Unternehmen, wollen die Unternehmen in Zukunft weitergeführt werden, zumindest in der Qualität und in der Quantität. So geht das auch nur, wenn ein Großteil dieser Generation in diese Führungspositionen geht. Und schwuppdiwupp erleben wir wieder neue Erkenntnisse aus Studien. Fragt man nämlich diese Generation, und da gibt es so jedes Jahr einige Studien, die das belegen und mittlerweile auch validiert sind, fragt man die junge Generation, sag mal, willst du denn wirklich auch in die Führungsverantwortung gehen? Dann sagen die allermeisten, nö. Nein, das will ich gar nicht. Ich möchte keine Verantwortung übernehmen. Ich möchte nicht so arbeiten wie meine Elterngeneration, also die Generation X, also so Typen wie ich. Und möchte nicht 12 oder 15 Stunden für irgendeine bekloppte Karriere arbeiten, damit ich mir irgendein beklopptes Haus und ein beklopptes Auto vor die Tür stellen kann. Jo, ne? Das ist erstmal ein Statement. Das sagen nicht alle, aber das sagt die Mehrheit. Das heißt, wir erleben in unserer Gesellschaft einen Wandel in den Anforderungen junger Leute an ihr eigenes Leben, das die vorhergehenden Generationen überhaupt nicht hatten. Wir hatten mal in meiner Generation mit der 70er Bewegung, aus der dann später der studentischen Bewegung dann auch noch dann die terroristische RAF beispielsweise entstanden ist, natürlich auch so partikulare Bewegungen, die aber nicht so konsensual waren. Also die waren partikular, sie waren einzeln bei einzelnen Menschen aufgehoben, die sich dann später radikalisiert haben. Heute erleben wir eine doch breite Meinung im gleichen Wertemuster. Erstaunlich. Ja, woher kommt das und was machen wir denn mit solchen Erkenntnissen? Naja, wir können darüber nachdenken und alles beim Alten lassen und sagen, naja, in 10 Jahren komme ich in Pension, nach mir die Sintflut. Alternative 1. Super Alternative. Wer so in diese Alternative denkt, der muss wohl mit seinem Leben weitestgehend abgeschlossen haben oder in so einem maximalen hohen Zufriedenheitsgrad sich befinden, dass er sagt, mir egal, ja, sollen die machen, was sie wollen, wird schon irgendwie, ging bisher auch mal gut. Zweite Alternative ist, wir hinterfragen das, was wir in unseren Unternehmen bisher an Kulturen gepflegt haben und immer nach wie vor pflegen, ob das eigentlich noch zeitgemäß beziehungsweise zukunftsorientiert ist. Wenn also die jungen Leute mit einem veränderten Werteverständnis in die Wirtschaft dringen, dann gibt es hier wieder 2 Thesen. Die erste These ist, dass sie es genauso machen wie die Alten, wenn sie erstmal in Verantwortung sein sollten. Vielleicht sogar noch schlimmer oder härter oder autoritärer. Und die zweite ist, sie werden vielleicht einiges anders machen. Das wissen wir nicht. Da gibt es noch keine Studien darüber, beziehungsweise kein Material. Das sind, wie gesagt, Thesen. Beides wäre möglich. Meine These ist, dass es ein gesunder Mix sein wird, in dem also einige tatsächlich in die autoritären Muster ihrer Vorfahren eintreten werden und andere wiederum es vielleicht tatsächlich ganz neu machen, weil sie einfach auch ganz anders und ganz neu denken. Ich muss immer so ein bisschen hier an die Seite gucken, weil ich hier auf einem Traktorenweg bin und manchmal so komische Traktoren an mir vorbei wollen. Ja, das ist so die eine Möglichkeit, was in der Wirtschaft für Konsequenzen da sein kann. Was passiert gesellschaftlich? Wir erleben natürlich auch in der Gesellschaft, dass sich das veränderte Wertemuster, Verhalten auch in der Erziehung darlegt. Also wir Eltern haben einfach eine unglaubliche Herausforderung, mit diesen veränderten Wertevorstellungen
dann unsere Kinder großzuziehen. Wir denken, naja, wir müssen ihnen ja alles geben und so weiter, damit sie nur ihren Weg finden. Also noch mehr, als wir eigentlich in der Generation X selbst bekommen haben von unseren Eltern, einerseits. Also müssen wir andererseits auch unseren Kindern immer mehr geben und wie ja Schneeflüge ihnen alle Probleme, die vor ihnen auftauchen, wegräumen. Das ist das, was quasi Generation von Generation immer weiter gegeben wird und nun aber dazu führt, dass die jungen Menschen einfach keine Probleme kennen und aufgrund dieser absoluten Problemarmut sich Utopien und Visionen entwickeln, die mit einer realen Welt häufig nichts zu tun haben. Ich meine nicht die Vision, die ein junger Mensch haben kann, um die Welt zu verändern und etwas Besseres und etwas Gutes hineinzugeben. Das meine ich damit nicht, sondern einfach falsche Utopien über die reale Welt, wie sie funktioniert. Die dritte Möglichkeit ist, wenn man daran ansetzt, dass die jungen Leute grundsätzlich die Game Changer sind. Also sie verändern die Regeln, wie die Welt funktioniert. Wenn ich es nach herrschender geopolitischer Lage bewerte oder beobachte, junge Leute, das werdet ihr nicht tun. Die Putins und die Trumps dieser Welt werden auch in euren weiteren Lebensjahren eine dominierende Rolle spielen. Weil die Mechanismen der Macht sind andere und haben in der Regel wenig mit Humanismus und Wertschätzung zu tun, als das, was ihr letztendlich auch wollt. Bleibt eigentlich nur noch viertens. Wir müssen eine hybride Lösungsstrategie finden, einen Umgang in der Haltung genau mit diesen Phänomenen. Ja, wie das aussehen kann, das werde ich in einem nächsten Video beschreiben. Ich rede dann von transformaler Führung und insbesondere der Generation Z. Wie also diese Generation Z heute an dieses Phänomen und an diese Herausforderung herangeführt werden können. Es wird eine ganz spannende Geschichte, die ich dort zu berichten habe. Und insgesamt, wer sich dafür interessiert, wer in das Thema Generation Z weiter einsteigen möchte, den verweise ich auf mein aktuelles Buch, Die verzockte Zukunft. Und den Link dazu gibt es dann als Shownote unterhalb dieses Videos hier. Dort habe ich insbesondere mich mit der Generation sehr intensiv beschäftigt. Und ihr werdet erstaunt sein, wenn ihr den Podcast dazu hört, denn ich habe auch in den Shownotes den Podcast darunter gelegt und werde euch das Vorwort live vorlesen, damit ihr einen Einblick kriegt, welche Wandlung ich vorgenommen habe als über 50-jähriger Generation Xler, dem es extrem einfach fallen könnte, auf die jungen Leute drauf zu dröschen, anstatt ihnen zu helfen, in die Zukunft zu gelangen. Und darum geht's, meine lieben Leute. Also, alle Vorurteile zur Seite gewischt. Beschäftigt euch mit den jungen Leuten. Ich lade euch dazu ein und dann schauen wir mal, was sich daraus noch so alles entwickelt. Ich wünsche dir auf jeden Fall erstmal einen wunderschönen Tag. Vergiss nicht den Like unter diesem Video. Abonniere bitte auch sofort diesen Kanal, damit du auch das nächste Video und die nächsten Videos auf dein Handy bekommst und da benachrichtigt wirst. Du kannst das natürlich auch immer wieder jederzeit abbestellen. Okay, also alles Gute, bleib gesund und vor allem bleib erfolgreich. Ciao.